Peri schreit mich an, Folge 1. Lauschi! Nein, bin ich nicht! Hä? Oh. Oh. Es ist nicht meine Uhrzeit! Ich hab gedrückt. Oh, da passiert was. Oh, jetzt. Meine Maus ist weg. Condemned Soul. Lost Soul. Host the game. Da stand nicht Lost Soul. Bei mir aber. Wir haben zwei unterschiedliche Erfolge bekommen. Du, dass du einem Game gejoint bist und ich, dass es eins gehostet habe. Das macht Sinn. Deswegen bist du eine Joint Soul und ich eine Lost Soul. Ich habe verloren, weil du beigetreten bist. Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht hat das Spiel einfach auch verloren, weil es TVÖ heißt. Irgendwie erwarte ich jetzt den TÜV-Simulator oder so. Weiß ich nicht. Oh no. Bin ich alleine? Nein. Oh. Echo, oh Echo, Echo. Echo. Ich glaube, wir müssen Discord ausmachen. Es lässt uns keine Wahl. Okay. So. Also, was ist hier Sache? Ich kann springen! Ja, ich auch nicht krabbeln. Aber wo bist du? Bist du die Kugel? Ich weiß jetzt nicht, ob du die Kugel bist. Wo genau bist du denn? Auf einer Treppe. Auf einer Treppe. Und du? Ich bin an einem Tor. Ja, auf einer Treppe an einem Tor bin ich. Ja, ich auch. Okay, dann bist du wahrscheinlich die Kugel und ich bin deine Kugel. Und wir müssen beide irgendwie herausfinden, wie wir zusammenarbeiten. Die Kugel. Ja, wenn ich rede, du redest, blinkt sie grün. Ich jetzt auch grün leuchte. Ja. Also am Tor sind vier farblose Kugeln. Da hinten schweben drei goldene Kugeln und es sind drei merkwürdige Wörter. Hinter Tor sind auch drei komische Wörter. Ich kann gar nicht hinters Tor. Ich auch nicht, ich kann aber durchgucken. Achso. Es ist vielleicht kein Tor, sondern ein Spiegel. Good point. Ja, du hast recht, das ist ein Spiegel. Spiegel auf der falschen Höhe. Es klingt, als würdest du aus der Mikrowelle streamen. Ja, ich habe ein Problem damit, dass der Spiegel irgendwie anderthalb Meter tiefer ist als das Bild. Huch. Part of TVÖ, Light the Souls of the Developer. Was für ein... Wen habe ich geleitet? Ich habe mit meiner Fackel irgendwas gedrückt. Kann man irgendwo... Ach, guck mal, ich kann die Wörter andrücken. To escape with your life, you two have to work together. Die Antwort liegt in der Farbe. Dann kannst du irgendwas im Spiegel sehen, dass gewisse Runen aufleuchten, gewisse nicht? Versuch mal, tipp mal eine an. Ich kann die antippen, aber... Ja, hab ich? Ich hab hier gehört, dass sie rechts... Oh, ich muss das lauter mal in meinem Ohr, das ist ja furchtbar. Haben die einen ganz tollen Ingame-Sound. Die werden dann bunt. Farbe ist der Schlüssel. Was? Die Farbe ist der Schlüssel? Ja. Hast du gerade was gemacht? Ja. Ich habe das ganz rechts vom Tor aus ganz rechts angeklickt. Das ist pink geworden. Kann es sein, dass du einfach hinter dem Spiegel bist? Weil ich habe rechts vom Tor nichts. Ich habe direkt links vom Tor was. Hast du so komische Kugeln, die in der Luft schweben, drei Stück? Eins, zwei, drei, ja. Und steht bei dir auch ein dicker Baum? Mehrere. Bei mir links vom Tor. Rechts vom Tor mit ein bisschen Abstand und dahinter, was steht denn hier? No Escape.
Sag mal, hast du dein richtiges Mikrofon im Game angewählt? Ich könnte mir vorstellen, dass es die Webcam ist. Das klingt jetzt, als würdest du Popcorn machen. Oh, hier liegt ja jemand. So besser? Oh, du bist aus der Mikrowelle raus. Alter, das musst du dir angucken. Das ist ja wirklich in der Mikrowelle. Herrlich. Nee, dort wart nicht. Also wenn ich die Namen anklicke, habe ich übrigens pink, gelb und grün. Ja, das ist so eine Art... Das ist aber blau. Das ist... Okay. Pink. Pink, blau, gelb, grün. Hier sind doch nirgendwo Farben. Könnt ihr was? Diese Säulen? Liegt bei dir auch ein Skelett vom vor der Treppe? Nein. Nein, bei mir liegt ein Toter. Hat aber auch keine Farben. Die leuchten jetzt noch, eben hat das aufgehört. Hast du irgendwo Farben am Leuchten? Abgesehen von den drei Kugeln. Haben die eine Farbe? Ja. Golden, ne? Habe ich doch gerade gesagt. Wenn du sie nicht anwählst, sind sie golden. Ansonsten ist eine pink, eine weiß und eine grün. Ach, du meinst die Kugeln? Ich kann die gar nicht erwähnen. Pink, weiß und grün? Ja. Ist das grün? Könnte sein, warte mal. Du bist pink. FFR. Das nicht. Das auch nicht. Das. Oh, warte mal. Wenn du am Tor stehst, ja, und Richtung dieser Kugeln guckst, ja? Ja. Die rechte Rune, wie heißt die? Also was hat das für Buchstaben, Anführungszeichen? Wie die rechte Rune, da stehen ganz viele Runen. Ja, eine geradeaus, eine rechts und eine links, oder nicht? Ich gucke auf 6 Stück. Wenn ich die rechte Kugel angucke, die sich gerade bewegt, dann sehe ich 6 Stück. Dann gucke ich nach links, sehe ich 3. Okay, dann muss ich dir vielleicht sagen, welche Runen ich sehe. Weil ich sehe nur 3 Stück. Ich habe, wenn ich die Runen anklicke, bekommen die auch verschiedene Farben. Und ich wollte gerade gucken, wenn ich jetzt alle pinken... Und was war das Grün? Warte mal, Flauschi. Ja? Stell dich mal zum Tor. Ja? Und guck nach rechts, ja? Ins Tor? Ans Tor, guck zu den Runen geradeaus, ja, nicht durch das Fenster. Ja. Ja. Und dann guck mal nach rechts. Ist da eine Rune, die ein R, ein N und ein X ist? So ein TX. Ja. Guck die mal an, dass die leuchtet. Das sind aber zwei die gleichen, ne, an einer Wand. Nee, ich habe nur die einmal hier. Die müsste pink leuchten, die Kugel dann. Ich hätte die Kugeln machen bei mir gar nichts. Die sind einfach nur golden. Und die, wenn ich die beiden Runen, die gleich heißen und aussehen, anklicke, ist eine pink und eine ist golden. Okay, dann muss eine davon das pink machen. Dann mache ich mal nur das pink. Hat sich aber nichts bei mir getan. Ja, ist okay. Jetzt gehst du eine Wand weiter. Nach links, rechts, schwierig. In die Mitte sozusagen? Ja. Ja, da war ich aber. Hä? Du solltest doch nach rechts gehen. Flauschi! Ich bin bei der gegenüberliegenden Wand, aber diese Rune sieht so aus, wie du gesagt hast, und sie ist pink. Hier ist noch eine rechts von mir. Die ist nicht pink, die ist so blau-lila.
Ich sehe ja, wo du gerade bist, wenn du die Kugel hier bist. Und du siehst mich als Kugel, oder? Nee, bei mir schwebst du hinter mir her langsam. Ja, du bei mir ja auch. Bewege. Ja, dann guck mal. Guck mal hier. Ich war hier. Ich kann nicht gucken, weil egal wo ich stehe, ist deine Kugel. Ja, aber du bist mir doch gefolgt. Nein, bin ich nicht. Sorry, ich dachte, okay. Ja. Also ich bin bei der gegenüberliegenden Wand. Da ist bei mir ein FFR. Ein F, das nach oben geht und ein F, das nach unten geht. Bei mir nicht. Das müsste ich doch bei dir sehen können, wenn ich da durchgucke. Und die macht die Kugel so weißlich. Ich weiß nicht, ob wir das Spiel hinkriegen. Nicht mit deinem Orientierungssinn. Nee. Also du musst an den Wänden noch eine Rune finden, die FFR heißt und eine FPFS. FPFS habe ich. Ja. Die ist blau. Du musst es grün machen. Oder ja, blau, ja. Nee, das ist so blau-lila. Und wie hieß die andere? FFR. Ich habe mehrere, die so heißen, ne? FFR ist grün. Welche Farbe muss denn FFR haben? Weiß oder braun? Warte. Und eigentlich nee, das ist Pink? FPFS muss grün sein. FFR? Okay, warte mal. Dieses RNX sollte pink sein? Genau. Okay, und FPFS sollte was sein? Grün. Nee, Moment, den hatte ich ja, der war nicht grün, ne? Dann nehme ich mal den hier, da habe ich auch noch zwei. Moment, das war doch jetzt, das ist doch grün. So grün-blau. Ne, so ja. Petrol-Neon. Ja, das passt. Warte mal. Da brauchst du nur noch FFR. RNT, das ist auf jeden Fall pink. Und FFR muss so weißlich sein. Ja, weiß. Und ich meine, mein Bildschirm ist halt ein bisschen fragwürdig ab und zu. Und es könnte auch ein leichtes braun-orange sein. Braun-orange, okay, warte mal, FFR. Weiß in der ich nehme mal, ich nehm mal das. Orange-braun raus. Oh Gott, welches waren das jetzt? Was ist das? Ja, und... Scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen. FFPS hier. Ja! Ich habe das Gefühl, wir können daraus eine Reihe machen. Das ist dann nicht mehr Let's Play, sondern Peri schreit mich an, Folge 1. Oh, das ist unfair. wir haben zwei Wege, ne? Wir haben zwei Wege? Wir haben zwei Wege. Hier einmal rechts, einmal links bei mir. Mach mich nicht fertig. Was ist für ein Symbol an deinem Weg unten am Boden? Ich bin mir nicht sicher, ob das hilft. Eine AIDS-Schleife. Fisch. Ein Fisch. Was denn? Es ist nicht meine Uhrzeit. Okay, wir gehen in die Fischschleife. Eine Sekunde. Okay, ich bin noch geschwingt. Wenn ich jetzt weine, dann ist es nicht so gut. Okay. Oh, da wird der Hase zum Waschbär. Ja. Okay, wir gehen der Fischschleife nach. Da war ich halt schon in die Grütze gesprungen hier. Und da kommt ein Symbol bei mir an der Wand, so ein TX, ein zwei Pfeile, ne? Ich sehe gerade nichts. Okay. Oh, herrlich. Hier steht: Don't trust the Voices. Ich soll dir nicht trauen. What? Ja, und hier steht hier Techniker Krankenkasse an der Wand. Ja. Ja. Eine Zeit, die abläuft? Hä? Jetzt bist du pink geworden. Okay.
Bei mir sind die. Ach du Scheiße, muss ich dich jetzt anhand der. Na, siehst du da, wenn du um die Ecke guckst, Lämpchen? So goldene? Ja. Gut. Ich hoffe, es ist so leid. Werden die jetzt anders, wenn du TKK anklickst, werden die auch blau? Oh, ich glaube, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Sie wurden pink. Ich habe nochmal gedrückt, ich laufe jetzt mal. Ja, folgt deinen mal. Ich folge meinen pinken Kugeln. Oh. Wer war das? Ah! Oh. Okay, ich bin den pinken Kugeln gefolgt und stehe vor einer Wand. Mit Runen. Okay. Ich war bei einem Bereich voller Gargoyles. Ich glaube, bei mir ist so ein Halbnackter rumgelaufen. Ja, ich habe auch eine Wand voller Runen. Die sind jetzt weg. Ich habe mich rumgedreht und sie sind weg. Hätte ich die jetzt innerhalb der Zeit klicken müssen? Oh no. Okay, dann müssen wir beide nochmal zurück. Gott, wir sind schon so Helden, ne? Ja. Und los geht's. Ich habe tatsächlich den Weg auf Anhieb zurückgefunden. Yay! Das ist wahrscheinlich gar nicht so schwer. Aber egal. Solange du nicht in diese komischen, murmelnden Gargoyles reinläufst. Pink, pink, pink werden sie. Oh nein, meine sind wieder weg. Meine auch. Hätten wir das genau zur gleichen Zeit machen müssen? Ach, wir versuchen es noch einmal. Okay. Hast du auch eine oben, eine rechts und eine unten dann? Ich habe ein Buch gefunden. Oh, was steht drin? Ist das ein Haus des Horrors? Blut an den Wänden, Writing of Madmen carved onto episode. Geschriebenes von Verrückten auf jede Oberfläche gekratzt, Schattenfiguren in jeder Ecke von meinen Augen. I swear these orbs are. Ich schwöre, diese Orbs sind mehr als nur fliegende Lichtkugeln. Ein entferntes Summen. Geht von ihnen aus. What I swear I feel like they are. Aber ich schwöre, es fühlt sich an, als würden sie irgendetwas zu mir flüstern. Willkommen zu Hause. Ich muss Emilia finden. Gezeichnet F. Hm. Wer ist Emilia? Amelia. Das stand in einem Buch, was ein Totenschädel im Mund hatte, der in eine Wand eingemauert ist und es fängt an zu gewittern. Okay, dann sollen wir noch mal beeilen. Wir dachten, wir haben Gott gefunden, steht an der Wand. Ja, okay. Ja, bei mir steht nichts an Wänden. Oh, hier steht ganz viel. Warte mal, hier ist auch noch. Wenn du klickst. Hier ist auch noch ein Skelett. Sekunde. My name is Fred Noonan. Oh, ich habe noch ein Buch. I've awoken in this. Ich bin hier in diesem vermaledeiten Labyrinth aufgewacht, nachdem ich auf der Plummeting from the Sky, was soll das heißen, vom Himmel geploppt bin. I can't figure out where or what this place is. Ich weiß nicht, was oder wo ich hier bin, aber the plane. Aber das Flugzeug und Amelia sind nicht hier. Vielleicht ist sie von dem Crash gestorben, während ich irgendwo in die Hölle geschickt worden bin. Meine persönliche Hölle vielleicht. Egal, ich bin sehr sicher, that damned new navigation, das verdammte neue Navigationssystem ist was hat uns hierher gebracht. Ja, das passiert, wenn man einfach ohne nachzudenken dem Navi folgt. took us, of course, by a couple of hundred miles. I need to find out who installed. Der meint das tatsächlich, glaube ich, so, ne? Dass das Navigationssystem die dahin gebracht hat und dass er rausfinden muss, wer die Kacke installiert hat, wenn er zurückkommt.
Red Noonen. So, wo muss ich denn jetzt hier wieder hin zurück? Jetzt habe ich mich doch verlaufen. And they did die? Nee, das war verkehrt. Oh Gott, was steht denn hier für ein Riesentext? We trusted they were going to lead us to paradise. The Empire is had fallen. I was here. Ja. Offer, what the offer is a lie. Ah, okay. Ich bin wieder bei der Techniker-Krankenkasse. Hm. 10 mal bis 3, wenn wir loslaufen können. Also, wenn du drückst, so. Okay. 1, 2, 3. Go, Peri, go. Go, Flauschi. Muss hier durch so eine Pfütze schwimmen. So, und ich drücke dann die Dinger unten links, oben links und rechts. Ja, habe ich auch so. Unten links, oben links, rechts. Ja. Nichts passiert, oder? Nee. Scheiße. Ha. Soll denn das? Hä? Hier passieren Dinge. Hier lagen vorher Skelette bei dem Kerl mit dem Buch im Mund. Oder steht jetzt was anderes? Hier steht was anderes. Irgendwas stimmt nicht mit Emilia. Einer von den Orbs has been following, hat angefangen, mir umherzufolgen and is letting me lässt mich kommunizieren mit ihr. Like, so was wie mit einem Telefon. I was overjoyed after hearing another person. Ich war überwältigt, die Stimme einer anderen Person zu hören. Auch wenn sie so ruhig war. Her description of the maze differ from mine. Ihre Beschreibung von dem Labyrinth unterschied sich von meinem. Vielleicht ist es eine Illusion von der Dehydration oder eine Falle. To lure into a sense of comfort before the shadows that lie here pounce. Whatever happens, remember this is a nightmare and we must escape. Ja, er hält das für irgendeine Falle oder Illusion. Und egal, was da dabei ist, wir müssen entfliehen. Ich habe auch ein Buch gefunden. Oh, und? Vom Juli, den 2. 1937. Das letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass wir auf dem Pazifischen Ozean notgelandet sind. Viele hundert Meilen weg vom Holland Island, was auch immer Holland Island ist. Ich habe für eine Sekunde nur geblinzelt und nun bin ich hier in diesem merkwürdigen, verwirrenden Ort. Es sieht aus wie ein Labyrinth, dessen Wände höher sind als die New York... Wie heißen das? Diese Hochhäuser da. Empire State Building? Ja, zum Beispiel. Wolkenkratzer. Das. Höher als die New York Wolkenkratzer. Und es scheint sich auch ewig in alle Richtungen auszubreiten. Ich kann auch unseren Standort nicht anhand der Sternenbilder orten. Die üblichen Celestial Bodies. Sowas wahrscheinlich wie der Nordstern etc. sind nicht da. Und alle Sternzeichen sind alle falsch. Das Flugzeug und Fred, sind nirgends in Sicht. Ja. Also, den ich gefunden habe. Ich muss sie selber finden. Das heißt, ich bin hier bei Freds Seite und du bei Emilia. Anscheinend. Ich habe hier noch einen anderen Weg gehabt. Ich laufe jetzt den einfach mal lang, ja? Ja. Guck mich hier mal ein bisschen um. Du hattest nur einen Weg, ja? Ich habe ganz viele Wege hier. Ich lauf zurück. Alles gut. Ich war nie hier. Siehst du denn auch einen Sternenhimmel? Hast du Skeletti Kinder gesehen? Lachen. Nein, aber Kinder lachen, da bin ich wieder umgedreht. Das ist ja noch schöner bei dir. Und da sind Steinplatten mit 1, 2 und 3.
Musst du vielleicht da was machen und ich muss diese drei Symbole in irgendeiner Reihenfolge machen? Das kann sein. Steht da nur 1, 2, 3? Ja. 1, 2 oder 3. Oder wir gehen zurück und nehmen den anderen langen Weg. Ja. Okay. Da sind jetzt zwei Dreiecke ineinander. Genau. Zwei Pfeile. Okay. Hier ist viel zu lange nichts. Oh, ich dachte gerade, ich laufe auf Himmel zu. Es hat sich aber eine Wand aufgebaut. Da war doch gerade was. Ich höre es doch in meinem rechten Ohr knuspern. Hä? Irgendwas ist hier doch. Wir wieder bei den Steinplatten mit 1, 2 oder 3. Hä, bist du noch gar nicht bei der anderen Seite? Doch. Da sind auch Sind auch Steinplatten? Steinplatten. Da, warte mal. Bist du gerade auf eine draufgetreten? Ja. Stehst du gerade auf Ich stehe einer? wieder drauf. Ja, hier ist gerade eine Wand runtergegangen. Ah. Dann gehe ich doch mal hoch. Hast du mich gerade hochgeschubst? Nein. Aber da ist. Geh noch mal da runter jetzt. Ja. Bist du runter? Ja. Ich dachte, ich komme vielleicht hoch, weil ich sehe oben Runen. Oh. Warte mal. Jetzt ist sie hochgegangen. Aber ich bin da drunter. Jetzt ist die andere Seite. Warte mal, ich gehe da. Mach nochmal das, was du gerade gemacht hattest vorher. Ne, jetzt geht die andere Seite hoch, aber sobald lang ich draufstehe, geht die nicht runter. Ich gehe mal hier lang. Du hast mir ja einen Weg aufgemacht. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das. Ist da was? Oh, da sind Orbs. Licht angeht. Hier sind drei Orbs und da ist ein Skeletti. Mit einem Buch. Ich will nicht sterben. Those have rejected. Die gestorben sind, haben die Wahrheit abgelehnt. Ich werde größer werden, wiedergeboren into, was heißt Magnificence? Ich kann das nicht aussprechen. We will not leave behind those who have forsaken the rebirth. I shall stand by, serve as a steward of your deliverance and as a steward I will guide the misled. Das hat nicht, wie hieß er wieder? Wie hieß ich? F? John? Nee. Das hat irgendjemand anders geschrieben, der als was ganz, ganz Tolles wiedergeboren werden will. Jetzt gehe ich wieder zurück und dann darfst du mir gerne die andere Platte runterlassen. Ach, stehst du schon? Okay. Komme ich jetzt aber nirgendwo dran? Ich habe mich gerade vor meinem eigenen Sprunggeräusch erschrocken. Hä? Hier war ich doch. Muss ich doch daher gekommen sein? Dann machst du hier auf. Das ist noch so. Kannst du auf die Nummer 3 treten? Lass mal kurz die Steinplatten Steinplatten sein und folge den Lämpchen. Dann gehe ich Nummer 1 zurück, weil ich glaube, da war noch ein Gang. Jetzt weißt du, wo ich herkam. Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Vor ihm. Oh no, sorry. Es kam nämlich tatsächlich nur auf meinem linken Ohr an. Ich habe Särge gefunden. Ich habe eine einzelne Kugel gefunden.
Die kann ich aber nicht anklicken. Die kommt aber verdächtig nah an mich ran jetzt hier. Okay, hier ist noch ein Buch und ein Skelett, was auf dem Kopf hängt. Ich glaube, das ist nicht so gut gelaufen hier. Oh, willkommen. Ich habe auch noch ein Buch. Willkommen zu Hause, willkommen zu Hause, willkommen zu Hause, willkommen zu Hause. 2 Millionen Mal. Oh Gott. Mhm. Bei dir so? Einer der Orbs folgt mir weiter. Es erlaubt mir, mit Fred zu sprechen. Fred. But though how it does so, I do not know. Also wie das funktioniert, weiß ich nicht. Fred scheint auch in einem solchen Labyrinth festzustecken. Ja. Irgendwas ist merkwürdig mit ihm. Denn er spricht, seine Beschreibungen von diesem Ort sind far more severe, okay, mehr bedrohlich, mehr ernster als das, was ich sehe. Seine Stimme schwankt bei jedem Windzug. Ich habe Angst, dass Illusion und Hysterie ihn bald übermannen werden. Ich habe gerade irgendwas an wow. Achievement gekriegt. Ich bin gerade an einem Grab vorbeigelaufen, es ist aufgesprungen. Oh. Ich habe ein liegendes Skelett gefunden, das habe ich dir geschickt und irgendwas mit Achievement mit Rick. Ich dachte gerade schon, jetzt spielt irgendwie Rick Astley oder sowas. War aber Gott sei Dank nicht. Ich bin nochmal zurückgerannt. Fanny und ich bin beim Ausgang rausgekommen. Ja, wenn ich jetzt. Also, irgendwas hat es ja mit diesen 1, 2 und 3 zu tun, ne? Mit den Wänden, die rauf und runter gehen. Da bin ich jetzt aber schon wieder von weg, denke ich. Oh, oh ne. Ich bin wieder beim Ausgang. Ja, wo war ich denn? Da ist dieser eine Orb. Warum bist du denn so nah bei mir? Muss ich den mit dir irgendwie kombinieren? Gute Frage. Jetzt kommt der nicht mehr so nah runter. Komisch. Was? Das Skelett singt doch Rick Astley. Wenn ich nah rangehe in so einer Säuselstimme. Okay. We're gonna give you up. Never gonna let you down. Jetzt hat es gerade irgendwie geruckelt, jetzt habe ich den Faden verloren. Drückst du gerade Platten? Ja. Ich hörte es irgendwo. Diese Kugel war doch. Das ist doch eine andere hier. Ah, ich bin wieder da, wo du Platten drückst. Und jetzt ist eine runtergegangen. Gibt es da noch eine? Oh, jetzt. Hier? Ah, jetzt hast du mich nach oben geschubst. Das ist gut. Warte. Ist bei dir jetzt was? Nee, jetzt ist hier was runtergegangen. Ja. Oh, ich sehe Zahlen. Die schreibe ich mir auf. Irgendwo hat sich hier was bewegt. 2, 3, 1, 1, 3. 2, 3, 1, 1, 3. Und ein Buch. Und irgendjemand, der was gesagt hat, glaube ich. Skelly Scholar, read the final words of those who came before. I have decided to document my stay in this manifestation. Ich habe beschlossen, hier das alles mal zu dokumentieren in diesem Albtraum. Vielleicht
Mag es Paranoia sein, ich höre aber irgendwelche Sachen. But I'm sure that something's watching me from me. Aber ich glaube trotzdem, dass mich irgendwas aus diesen dunklen Ecken heraus beobachtet. I've made sure to stay as close as possible. Machst du gerade Geräusche? Bitte sag ja. Nein. I've made sure to stay as close as possible to these, glaube ich. Hab versucht sicherzustellen, immer so nah wie möglich an diesen leuchtenden Orbs zu bleiben. Whatever they are, at least they haven't tried to... was auch immer sie sind, haben sie zumindest nicht versucht, mich zu essen. Still no, immer noch kein Kontakt mit Emilia. Ich mach mal weiter, F. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich gleich rennen muss. 2, 3, 1, 1, 3. Warte mal, ich drück mal die Platten in der Reihenfolge, ja? Das ist bestimmt... Mal so, das war 2. Ja. Und dann? 2, 3, 1, 1, 3. 2, 3, 1, 1, 3. Hier ist noch eine. Die, da müsstest du mich hochfahren, damit ich nämlich an das, an die nächsten Runen drankomme. Nee, die nicht. Das ist mir gegenüber. Ja, 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 warte. Oder war das die, wo ich schon war? Nee, die ist jetzt... Kann ich nicht mehr drücken. Die ist jetzt blutig. Okay. Was, wenn ich da jetzt lang gehe? Aber die andere leuchtet noch. Moment. Ja, genau die, wo du gerade warst. Die noch einmal wieder runter. Ja, und jetzt wieder hoch. Warte mal. Okay, die leuchtet. Ich habe halt ganz... Du machst mir solche großen Wendeblöcke runter, dann kann ich drauf und dann fährst du sie quasi wieder hoch und oben sind Runen. Die eine habe ich anmachen können. Da bin ich dann zu dem Buch von gerade und dem Code gekommen. Und die andere... Warte, hier ist auch noch eine. Okay. Ich brauche nochmal ein Ride nach oben. Nee, der nicht. Da war ich gerade. Wie? Hier passiert gerade nichts. Ja. Der wird jetzt auch rot. Oh, ob ich jetzt nochmal zu dem ersten muss? Okay, jetzt nochmal den von davor, ja? Nee, der bleibt leuchtend, okay. Ich meine, das sind drei Dinger, ne? Ich glaube aber nicht, dass wir die der Reihenfolge antippen müssen, oder? Das war jetzt hier. Geht's hier wieder zurück? Ich glaube, hier geht's wieder zurück. Wozu konnte ich die denn jetzt, oder waren das nur Fake-Dinger? Dass ich erst zweimal falsch drücken müsste, weil erst die ersten beiden, die jetzt rot waren, ich habe die quasi rückwärts angetippt. Da ist ein Skelett. Sollen wir noch mal rübergehen zum Fischi-Bändchen? Wegen diesem Code. Das sind aber auch andere Dinge als an der Wand stehen drüben. Ja, und du weißt immer noch nicht, was denn drüben 2133 ist oder so ähnlich. Stimmt, die stehen ja, also meine Symbole drüben, wo wir mit Zeit rennen mussten, stehen so 2 links und einer rechts, sag ich mal. Bei mir auch. Also links 2 so übereinander. Ja. Wir könnten auch die Folge beenden und uns belesen und dann in der nächsten Folge ganz schlau tun. Mich wundert, dass ich hier noch niemanden gesehen habe. So wie vorhin. Das habe ich schon, ne? Willkommen zu Hause, ja, sehr schön. Ich mag diesen Skeletti.